dann herzlich willkommen hier auf unseren Kanälen von Dexter und dem Logischneckchen. Logischneckchen, Logi. Wie heißt der Kanal? Logira TV. Ich Schneckchen, das macht mir hauptsächlich so durcheinander. Seid gegrüßt und ein herzliches Willkommen. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich habe einen Treibstoff dann für den Warp-Antrieb gebaut und ich habe einen Warp-Antrieb gebaut. Den setzen wir jetzt aber nur, wenn ich den Jetpack anmache. So, den setzen wir hier oben drauf und den setzen wir hier unten. Wenn ich da reinkomme, setzen wir den hier unten rein. Warp-Antrieb genau. Genau. Haben wir installiert. Warp-Antrieb. Wir haben einen kurzen Zwischenstand. Wir haben eine Anzugstation gebaut. Mama mia, deutsche Sprache, Sperrsprache. Haben uns jeweils einen anderen Anzug angezogen, die wir gelootet hatten. Mittleren und schweren Anzug. Ja, und wollen jetzt ein bisschen rumfliegen, ein bisschen looten und ein bisschen farmen, ne? Flieg du einfach mal. So. Weil, als nächstes wollen wir den Planeten dann auch verlassen und dann nach Omnicrom. Genau. Aber erst werden wir hier noch die Quest oder so hatten wir ja, ne? Ich schau mal eben nach. Wir haben ja hier die Einzelmissionsquest Geschichte von Tesh, die müssen wir noch machen. Lok gefunden, genau, da müssen wir weitermachen und dann können wir die Talon-Mission an Polaris-Mission angehen. Hier ist ein Meteorit, was ist das? Prometheum-Meteorit? Ja, dann lass uns den abbauen. Prometheum brauchen wir auf jeden Fall, weil wir haben ja die Minen abgebaut und dann landet ja der Meteorit. Ha, guck mal, der ist hier eingeschlagen. Okay, man sollte früher bremsen. Da ist er, guck mal. Ja, cool. Dann nehmen wir den noch direkt mit. Ja, ein ordentlicher Brocken ist er. Dann nehmen wir den direkt mit, ja. Weg mit dem. Machen wir es doch direkt so. Rohstoff abbauen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal Energie wieder gesichert, ne? Definitiv, ja. Verschwindet der einfach irgendwann nach? Ja, irgendwie sollte der dann irgendwann verschwinden. Und irgendwie immer kleiner werden. Ja, er wird kleiner. Man sieht so ganz leicht. Links und rechts. Ja, cool. Naja, sobald die Ressourcen, die unterirdischen abgebaut sind, landen dann die Meteoriten. Ja, weil wir hatten ja jetzt auf einem anderen Planeten versucht, da diese Drohnenbase zu machen, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Ja. Wobei jetzt mit den, also wenn wir beide einen schweren Anzug haben und bessere Waffen hätten, dann sollte das auch funktionieren. Ja, ja. Aber die Anzüge waren kaputt, wir brauchen das Gosium und der Restrum für die Reparaturstation, um auch mal reparieren zu können. Genau. Und da sind wir halt instant umgefallen. Dann hat man uns noch gesagt, der Eva-Boost wäre gar nicht so schlecht. Da brauchen wir Gold für. Genau. Müssen wir auch noch besorgen, ja. Und wir haben ja hier noch genug Seen. Ja, ich würde sagen, genau. Looten wir so, jetzt ein bisschen und farmen noch ein kleines bisschen und dann machen wir uns dann irgendwann auf den Weg Richtung Omnicrom. Ob wir uns auf Omnicrom niederlassen oder auf einer anderen, können wir uns ja aussuchen. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt Omnicrom sein, wir können ja einen anderen Planeten im Sonnensystem da nehmen. Ja, oder wir machen, also die Frage ist tatsächlich, wenn wir im Weltraum was bauen wollen. Oder eine Weltraumbase, ja. Ob wir direkt dann nicht im Weltraum dann auch die machen sollten. Ja. Können denn im Weltraum auch Angriffe erfolgen? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, die Zirax-Angriffe kommen auch im Weltraum zustande. Weltraum, ja.
unser allwissendes Informationssystem, Assistentin Verena, sagt klar. Unsere Ingenieurin für Technik und Bauwesen. Genau. Ingenieurin für Technik und Bauwesen. Ja, das ist doch schon ganz schön. Also da kommt doch einiges drauf raus. Ja. Also ich denke, da haben wir Treibstoff und Multiladungen jetzt, glaube ich, erstmal für eine Zeit lang gesichert, wenn wir den abgebaut haben. Der hat auch irgendwie so eine Art Lebensbalken. Ja, ich sehe, das ist jetzt ein Drittel ist runter, ne? Ungefähr. Ja, genau. Ich habe jetzt 150 Promethium-Erz. Ja, ich habe auch irgendwie so, ich habe eben geguckt, hatte ich 118, jetzt dürften auch so 140 sein oder so. Ja, klingt schon ganz schön ordentlich, was. Gut, es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, Bohrer, glaube ich, an die Schiffe und an die Bodenwärter dran zu bauen. Dann kannst du die wahrscheinlich noch schneller abbauen. Wir haben ja sogar einen gelooteten Bohrer für ein kleines Raumschiff, ne? Also. Ja. Ja, das sollte jetzt auf jeden Fall reichen im Reich, ne? Ja, ich denke auch. Also. Ich glaube, Energieprobleme sollten wir dann erstmal nicht kriegen. Nee. Richtig. Was siehst du, apropos Energieprobleme, Multiladungen müssen wir unbedingt auch noch herstellen, ne? Ja, noch haben wir die wir jetzt im Pack haben, haben wir noch nicht verbraucht. Das heißt für die Base, die wir ich jetzt. Ich habe jetzt noch vier. Vier habe ich noch. Okay, ich habe noch drei. Okay, und ich habe jetzt schon 230 Promethium, also das ist schon ganz gut. Und Bohrerladungen habe ich noch 13. Bohrerladung habe ich noch 18 jetzt, okay. Ja. So langsam taucht Dex auf der rechten Seite meines Bildschirms auf. Ah ja, ich sehe dich auch so. Deine Drohne und dich habe ich im Blick jetzt. Gleich ist er weg. Gleich ist er weg, der Meteorit. So, ich muss nachladen. Ja, aber der hält lange, muss ich sagen. Ja. Ist es ein T2? Nee, T1. Also es gibt ja nur noch einen Bohrer. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, früher konntest du ja, wenn du die Polaris-Mission gemacht hast, hast du einen epischen Bohrer gekriegt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Der war dann noch eine Spur besser als der hier, aber ich glaube, herstellen konnte ich, also lernen konnte ich nur diesen Bohrer. Ja, stimmt. Hast recht. Ja, Quests habe ich hier noch gar nicht gemacht, auch damals nicht. Damals, glaube ich, haben die noch gar nicht wirklich funktioniert, wo ich angefangen habe. Ja, doch funktioniert haben sie schon, aber die waren immer alle in Englisch komplett. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, was da alles war. Schon ging und noch nicht ging. Es ist ja so ein bisschen das Pendant zu Space Engineers, das ist ja so ähnlich, aber da gibt es halt keine Quests aktuell. Ja. Oder keine Story. Und das sind die Planeten auch noch so ein bisschen leer. So, ein Drittel haben wir noch. Ja. Ja, ich habe aber auch schon 325, ne? Also. Ja. Die Meteoriten, die haben schon in sich. Da sollten wir vielleicht doch einen Erzcontainer bauen und den Bohrer ans Raumschiff hängen, hä? Bohrer ans Raumschiff hängen, ja. Wenn die da jetzt runterfallen schon. Kommt schon echt ordentlich was bei rum. Ich hätte jetzt gedacht, der wäre schneller weg gewesen. Ja, hätte ich auch gedacht.
ne, wir haben, also Verena sagt gerade, Bohrer ist erst ab 20 möglich, aber wir haben einen gelootet. Deswegen könnten wir theoretisch an unser kleines Schiff einen dran bauen. Wir müssen halt nur mal, bau du also mal weiter ab. Ich guck mal eben, ob ich den Container dafür dann schon bauen kann. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob der wirklich für den kleinen war oder ob nicht für das große, aber. Großes Raum, kleines Raumschiff hier. Plasmakanone, Bohrer, ja, der T2 Bohrer ist erst ab Level 20 möglich. Container Erze kann ich jetzt aber schon machen. Frachtbox freischalten. Okay, ja. Ah, okay. Container Erze habe ich jetzt schon mal gelernt. Das heißt, wir können den Bohrer drunter packen, ja. Genau. Dann müssen wir dann nachher nur noch gucken, ob das wirklich ein Bohrer fürs kleine Schiff ist. Oder ja, ist einer. Habe ich extra geguckt. Ach, war einer, okay. Mhm. Ja, den Erzcontainer, den können wir schon bauen, Schatz. Das haben wir gerade schon gecheckt. Meteorit. 5 Meter. Also der schrumpft zwar, aber es kommt einem so vor, als... Also wenn der gar nicht kleiner wird, ne? Wenn der gar nicht kleiner wird. Ja, jetzt haben wir in der Tat, ich habe jetzt 417 Metium. Das sind 398, so ein Mist. 398? Ja, aber du hast ja kurz nachgeguckt. Ja. Aber kommen wir am 1000, also dann insgesamt 1000. Also ich glaube, da kommen wir schon eine ganze Zeit lang mit aus. Also 1000 Prometium-Erz, glaube ich, kommen wir auch. Also, ja. Das müsst ihr euch jetzt nur einmal angucken. Der nächste Meteorit wird nicht mehr blau sein. So. Ja. Den wir abbauen. Ah, jetzt kommen die Berge auch schon oben zum Vorschein. Jetzt siehst du, wie er schrumpft. Jetzt kannst du wirklich sehen, wie er schrumpft mit jedem Schuss. Guck mal, da haben wir jetzt Sauerstoff, haben wir jetzt safe. Strom haben wir safe. Ja. Eigentlich sind wir jetzt schon relativ gut aufgestellt, ne? Jetzt fängt halt die Farmerei an für ein großes Raumschiff. Und für die Base eigentlich nicht mal so. Da haben wir ja eigentlich schon relativ viel. Genau. Aber für das große Raumschiff, die Farmerei für das große Raumschiff dann halt. Ja, wenn wir da tatsächlich mal ein paar Meteoriten oder so abfarmen, das. Ja. Erzrum und Saskosium wird halt die Herausforderung werden. Ne? Der Rest ist, glaube ich, nicht so das große. Jawohl, da war er. Fertig ist er. Gut, dann steige ich wieder hinten ein. Dann kannst du... 500. Bist du drin? Ich bin drin, ja. 462 habe ich. Jo. Ja, fast 1000 Stück. Sehr nice. Ja. So, einmal ein neues Scan. Gucken wir mal, hier hinten ist irgendwas Großes. Großes Wrack. Zerstörte Base oder was? Abgestürztes Raumschiff. Was ist das da vorne? Irgendeine Mining Tower? Ja, können wir mal Mining durchgehen, Tower. Aber da wird nicht viel drin sein, denke ich mal. Stimmt, das sieht auch noch baufällig aus. Ja. Bisschen näher. Da wird schon nichts Feindliches rumrennen. Ne, da wird nichts Feindliches drin sein. Das glaube ich auch nicht. Da wird nur ein bisschen was zu looten sein, wenn überhaupt. Ah, Jetpack an. Hier ist da nichts. Ne, hier ist auch nichts. Also ist gar nichts zu looten. Okay. Nee. Nee, ist gar nichts zu looten hier. Okay, können wir weiter. Mal weiter. Hup.
bist du drin? Yep, ich bin drin. So, was haben wir hier vorne noch? Das sind so kleinere Sachen. Irgendwo hatten wir doch davor... Irgendwo war eine Base hier. Trümmerfeld. Hier vorne, da. Da vorne rechts. Landing Pad, da, ne? Die da. Die da, ja. Direkt ja. Vor uns. Collection Point, ja, genau. Ja. Das glaube ich war die. Näher ran noch. Und kann losgehen. Ach, ich pack mal mein Erz direkt in die Frachtboxen rein. Oder? Sieht schön aus. Oh, Zirax. Okay, die ballern schon auf mich. Mit der Schrotflinte kann ich da nichts anrichten. Cyborg, okay. Doch, also man erwischt die schon auf jeden Fall, aber... Oh, überall stehen die hier, die Lumpen. Da ist er. Okay, der ist down. Einen habe ich. Ja. Oh, da ist noch einer. Gleich noch einer ums Eck. Boah. Dicke Drohne. Bei dir? Dicke Drohne? Hm. Boah. Okay, irgendwie erwische ich die nicht. Ja, einen habe ich wieder erwischt. Okay, die ist down. Lol. Boah, hier ist überall Ballonie. Himmel. Ich hab mich gerade geheilt und schon rotzen die wieder rum hier. Mich nicht mehr bewegen. Jetzt ja, aber gerade ging's nicht. Ah. Wo, da ballert der. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen. So eine Drohne ist das da, ne? Ja. Okay, die ist am Eimer. Im Eimer? Ja, klar. Okay, hier ist nichts. Okay, der Code ist... Da kommen wir nicht rein. Der Code ist nicht in Ordnung. 0667 oder 0675, also 0675 müsste der Code für die Türe hier sein. Es ist egal, Schatz, jetzt.
Hier, guck mal, ob du den eintippen kannst. 0675. 0675. Ne. Mach mal 0678. 0678. Ja. Okay. Der ist es. Ah, ach, Schütz. Ich bin gleich schon wieder tot. Ist weg. Ich brauche unbedingt Heilung. Ja, wir müssen uns mal so Bandagen oder so aufpassen. Ja. Wieso komme ich da jetzt nicht rein? Ich habe gerade auch ein bisschen. Okay, das war's schon. 06. 0675. Ne, hier ist noch ein Code. Ich muss mal eben. Oh, da wird schon wieder geballert auf mich. Über mir ist der Kern, glaube ich. Da. Rechts hinten ist er, ja. Links ist keiner. Ja, ein Spawner. Oh. Okay, der Kern ist down. Jetzt sollte kein Selbstschussgerät mehr funktionieren. Ne, sind weg. Ich setze den Kern ein, oder? Ich wollte sagen, können wir abbauen, ne? Ja. Setze ich jetzt den Kern ein, dann gehören die Selbstschussanlagen auch uns. Kann ich den hier einsetzen? Ah, hier oben. Bam! Hast du drin? Ja, jetzt mache ich es eben für uns fertig. Jetzt kannst du abbauen. Okay, großen Generator. Selbstschussanlage. Treibstofftank. Wir montieren. Demontieren haben wir ja. Den Solardings nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Alter. Energiekonsole Solar. Dann ist auf dem Dach bestimmt auch Solarpanels. Da müssen wir mal eben gucken gleich. Noch eine Energiekonsole Solar. Container Lagererweiterung, auch gut. Noch eine Lagererweiterung. Okay. Haben wir hier die Dachboxen, mache ich auch eben. Noch eine Lagererweiterung. Zwei Stück. Solarpanel habe ich auch. Ja, super. Da sind auch nochmal Solarpanel. Pack alles ein, was nicht hin und nagelfest ist. Ja, ich pack alles ein, alles gut. Die nehmen wir auch mit, die Geländer alle hier. Oh, ach so, hier sind ja noch Gegner. Erwischt. Jetzt hauen wir ihn um. Weg ist er. Das ist der andere, ich wusste, dass da noch einer ist. So, jetzt haben wir den auch weg.
Da ist noch ein Container, ja. Und noch ein paar Sachen drin. Den haben wir gelootet, ja. Jetzt kann ich mal gucken, was noch in der Base so alles ist. Ja. Was wir vielleicht brauchen können. Also Türen sind jetzt noch drin. Ja gut, der Kern bei uns. Wir haben noch 5 Solarzellen. Ja, die können ja nur oben sein, ne? Die können eigentlich nur oben sein, genau. Lift haben wir, glaube ich, nicht mehr. Da ist Solarzelle 1. Oh. Hier habe ich die andere Solarzelle noch. Stimmt. War denn noch eine oder so? Da sind noch Solarzellen. Ich sehe gerade eine hier. Ja, ich sehe auch noch eine. Dann können wir Da ist noch eine. Die andere Base ja auf Solar umbauen. Ne? Ja. Hier ist ein Automatiktür. Okay, die habe ich jetzt so abgebaut. Jetzt gucke ich noch mal. Rachboxen hätten wir noch. 2 habe ich gerade weggemacht. MPC-Einstiegspunkt. Ventilatoren. Türen. Ja, das war's also. Ja. Gut, dann. Aber eigentlich können wir unten abbauen und einstürzen. Praktisch. Ja, wobei die lohnt sich, glaube ich, nicht. Das sind alles Betonblöcke hier, ne? Weiß nicht, ob es da haben wir, glaube ich, schneller Stein abgebaut mit dem Bohrer, als hier die Betondinger einstürzen zu lassen. Meinst du? Mhm. Ja, gut, ich habe T2 Multiwerkzeug bei mir. Ja, gut, bei dir geht eh schneller. Ja. Bis jetzt gleich zusammenbrechen. Schönen Laserschnitt durch. Ah, hier sind ein paar mehr. Achso, ne, das sind auch alles Betonblöcke. Okay. Muss eben nachladen. Erster Einkrachen. Wie kalt wird's? Nix da. Wunderbar. Ah, Stahlplatten. Ne? So, Nummer 1. Hier noch das weg, genau.
Ja, da gibt's Alien Base, werden halt diese Zen-Blöcke wahrscheinlich, ne? Ja. So, ja. Die sind da auch, ja. Die warme. Nee, wir haben Gold haben wir nicht gelootet, ne? Also nee, Gold hast du auch Gold, nicht. Gold haben wir nichts, ne? Ah, denke ich mal, werden wir auch hier nicht bekommen. Omnicrom haben wir, wenn wir eine Goldader haben. Ja. Ja, ja. Ich meine, da könnten wir ja eben mal einmal rüberfliegen nach Omnicrom, die Goldader suchen, Gold abbauen, damit wir uns die Eva-Booster herstellen können. Weil wir müssen ja dann für unseren technischen Ingenieur müssen wir ja eben noch mitlooten. Also ja, ja. Das heißt, wir brauchen ja dann 3 Goldbarren auf jeden Fall. Genau, wir brauchen dann 3 Goldbarren. 1 Goldbarren für einen Eva. Genau, ja. Okay, ja, cool. So. Können wir ja nächste Folge mal eben schnell nach Omnicrom gucken, dass wir Gold bekommen. Ja, genau, dann machen wir da, fliegen wir da hin. Okay, das ist alles weg. Die da oben fällt nicht zusammen, oder was? Doch, jetzt. So, jetzt den hier noch. Genau. Ja, ist ja gut. Ich esse ja was. Ich muss auf jeden Fall gleich in die Base zu mich heilen. Ich habe nur 97, 98 Leben jetzt. Also da müssen wir auch gucken, dass wir Verbände noch herstellen. Genau, Bandagen auf jeden Fall. Ja. Ach ja, mal das hier alles weg. Ja, es wird kalt, ich weiß. Ah, ja, 10. Nicht dabei, glaube ich. Minus 10 Grad, das ist ja. Ist ja nix, sagst du. Ja. Nee, ich hab Erfrierung zweiten Grades, hab ich gemacht. Ich hab noch gar keine Erfrierung, aber gut, ich hab wohl den schweren Anzug. Ist ja Rappstufen und Dämons hier. Noch einmal hier durch. Ich denke mal, schaffen wir noch. Ja, die Folge machen wir die besser auf jeden Fall eben noch runter und sobald wir die abgebaut haben, würde ich sagen, fliegen wir rüber, heilen uns und steigen in der nächsten Base dann ein auf dem Weg nach Omnicrom. Genau. Oder auf Omnicrom. Oder ne, die erste Reise machen wir zusammen, oder? Den ersten Warp-Sprung machen wir zusammen. Machen wir zusammen, ja. So, ich werde jetzt noch einmal das Zeitliche segnen. Ich gehe mal stark von aus. Ja. Genau. Haben wir das auch nochmal gesehen? Am Blutverlust gestorben. Gott, schon wieder tot? Mamma mia, Mamma mia. Da kann's gehen. Also wir müssen die auch unbedingt einen schweren Anzug und die Booster herstellen. Ja. Der einen, ja gut, für das Jetpack habe ich einen Booster drin.
Ja, ich habe einen Mehrfachbooster und ich habe noch irgendeinen, den hatte ich gelootet. Damit komme ich auf jeden Fall, ich habe keine Probleme mit Kälte momentan. Ja, ja, gut. Ich halt lange durch auf jeden Fall, aber hat jetzt doch ein Weilchen halt schon den Kälteeffekt. So. Glaube ich, alles weg jetzt. Nur noch der eine dann, ne? Ja. So, jetzt ist alles weg, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, fliegen zur Base, machen, machen uns ready für die nächste Aktion. Ja. Ich muss auch gleich wieder ausloggen. Ich habe wieder ein Schattenproblem. Also es ist echt, ich werde G-Port anschreiben. Also ich bin ja sowieso eher der Nitrado-Fan. Also ja, da muss ich auch sagen, ja, habe ich auch lieber. So, dann setze ich mich da rein. Genau, genau, und wir machen dann auf dem Rückweg jetzt die Verabschiedung. Liebe Leute, ich bedanke mich, oder wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt. Bleibt uns gewogen, euer Dexter und euer Schneckchen von der Eckchen. Genau, und wie gesagt, den Kanal vom Logira TV findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach mal rüber, schaut euch die andere Perspektive an, lasst vielleicht sogar noch ein Abo da. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye. Genau, bis dahin und gerne auch bei Dex vorbeigucken. Ja, also bei mir unten findet ihr auch die Verlinkung auf ihn. Gleiches gilt natürlich auch für ihn. Dann bis zum nächsten Mal, Dex. Ja, bis gleich. Tschüss. Tschüss.